Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin wieder am Start. Oh, guck, da feiern sie noch, meine Kleinen. Ja, oh mein Gott. Spannende Zeit gewesen. Ich muss mal kurz Pause machen. Tatsächlich habe ich gerade echt ein bisschen... Ich muss mir mal schnell einen Überblick mit euch zusammen verschaffen. Ja, Umzug ist endlich hinter uns. Alles eingerichtet, alles schick, alles fertig. Und ja, genau. Wir haben... Genau, wir haben die Madeleine, die neu ist, genau. Und wir haben der Kartoffelpuffer. Die Kartoffelpuffer möchte gerne dabei sein und hat gesagt, es ist ihm eher ihr wurscht, egal ob sie männlich, weiblich oder so. Und deswegen nehmen wir einfach mal die Jenny. Dann können wir von unten nach oben uns das hier erarbeiten. Und dann kann der Nächste dann, genau, die Helena werden oder die Madeleine. Schauen wir einfach mal. Jo, Christa wird jetzt dann demnächst gleich das Zeitliche segnen. Und ja, ich habe in den letzten Tagen, Wochen ja schon so ein bisschen viel Feedback von euch bekommen. Das finde ich total spannend und total toll. Sowohl negativ als auch positiv. Ich weiß, ich habe ganz schön viel Zeit in Deko investiert. Ich weiß. Es ist so schön. ja. Aber gut, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. So, hier ist das weitere Haus. Genau, jetzt muss ich mir wirklich mal schauen. Oh, der Bärtiger wird bald alt. Hui! Er ist müde. Ja, ich habe euch ganz schön feiern lassen, ne? Mhm. Unglaublich. So, also. Da ist alles supi schicki. Genau, ich glaube, ich muss hier mal tatsächlich so ein bisschen... weitermachen. Genau, die sollte anfangen, ein bisschen mehr auf Bauarbeiten. Genau, Christa lassen wir jetzt einfach mal so laufen. Bauer, Soldat ist auch automatisch. Das müsste eigentlich jetzt erstmal so passen. Handwerker, genau. Thomas müssen wir noch mal ein bisschen sensibilisieren und ein bisschen Arzt werden lassen. Das machen wir jetzt dann auch gleich. Alex ist jetzt ein Arzt, okay. Der kann gleichzeitig mal noch ein bisschen mit dem Gelehrten machen. Bauarbeiten würde ich den jetzt nicht so unbedingt machen. Das kann man hier so ein bisschen gucken, je nachdem, wie viel Zeit und Lust. Und der Lou ist auf jeden Fall unser Bauer. Der Förster, genau. Der Arzt kann er schon. Dann machen wir auch mal so ein Zweier draus. So, genau. Ich hatte... mir zwar alle eure Kommentare durchgelesen, aber sie halt bisher noch nicht beantwortet. Ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten Tagen mal noch entspannt schaffen kann. Wenn es noch nicht so klappt, ne, habt ein bisschen nachsichtig. Es war ein super scheiß anstrengender Umzug. Es war überhaupt nicht schön teilweise. Erzähle ich gleich mehr dazu. Ich weiß nur noch, wegen den Kühen. Weil ich gesagt habe, ich will Helena und Laura haben. Ich weiß, dass die zwei keine Babys machen können, weil sie beide weiblich sind. Mir geht es auch tatsächlich erstmal nur um die Milch. Und ich hole mir dann auf jeden Fall noch eine männliche Kuh. Laura, genau. Ich weiß noch nicht, welche. Mal gucken. Den Wolfgang oder den Carlo oder der Anton. Ah, müssen wir gucken hier, wie... Oh, tatsächlich müssen wir... Carlo oder Wolfgang nehmen, weil die vom Alter her noch ganz gut passen, ne? Ja, genau, da müssen wir mal schauen. Bisher läuft es ja relativ entspannt bei uns. Genau, wir hatten hier gesagt, dass wir das Haus umbauen, weil ich ja doch tatsächlich ein bisschen mehr Häuschen brauche. Ja, halt hier. Und das möchte ich hier eigentlich wirklich alles irgendwie noch. Ah ja, okay. So. Ja, dass das alles einheitlich wird, machen wir das dann jetzt so Schritt für Schritt. Gleichen wir das ein bisschen aus. Wobei, so finde ich es jetzt auch in Ordnung. So kann es dann auch sein, dass der nur der Anbau halt mit dem Holz ist. Und genau. So, dann können wir das hier gleich mal umswitchen. Schönes, großes Haus, ne? Hallo? Da so rum. Genau, ja. Also, der Umzug war eine absolute Katastrophe. Ich schwör's euch, es ist
War tatsächlich richtig mies. Wenn ich den Friedhof nochmal woanders hinmache, könnten wir das hier tatsächlich nochmal vergrößern und könnten hier nochmal ein Haus hinbauen, ne? Müssen wir doch alles auslagern. Wäre vielleicht nochmal eine Option. Hat keiner gesehen. Ach genau, die Kiddies. Madeleine, die geht's ja nicht so gut. Albtraum hat genug vom Lernen. Lernst du denn noch? Nö, eigentlich nicht. Helena hat genug vom Lernen. Freundschaft mit Thomas, ja, eigentlich finde ich das super unwitzig. Turmbau entdecken. Genau, da sind wir jetzt gerade dabei, ne? Kann das sein? Nee, noch nicht. Wir machen erst noch die Alchemie. Okay, da fehlen uns aber auch. Nö, Schriftrollen haben wir auch noch genug. Das ist gut. Das ist gut. Dann lassen wir das mal so ein bisschen seinen Lauf. Kann er mal hier so ein bisschen und der. Warte mal, wir hatten jetzt gesagt, dass der Alex mithilft. Kann das sein? Ich weiß es. Ja, genau. Dann kann der nämlich hier ein bisschen erforschen. Dann geht es vielleicht auch ein Stück schneller. Müssen wir mal gucken. Ja, Umzug. Wir hatten ja ein Umzugsunternehmen mieten müssen, weil ja Corona, also der Lockdown gesagt hat, nicht mehr als ein zusätzlicher Haushalt. Und genau, das war ja dann so, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt dann im Teil für das Umzugsunternehmen entscheiden. Wir haben dann Och ja, Denken und Spielen ist gerade nicht so. Wir haben dann tatsächlich eins gefunden, was ein relativ gutes Angebot gemacht hatte. Für 40 Kubik, knapp ein Tausender. War jetzt nicht so wenig, okay. Aber war trotzdem echt in Ordnung. Also das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, tut weh. Genau, und dann hatte mein Mann halt mit ihnen telefoniert, zwei, dreimal und hatten das dann ausgemacht, eigentlich für den Freitag. Das ging dann nicht. Dann haben wir es auf dem 28. gemacht. Okay, passt, alles gut. Eingetragen seid ihr. Und dann, ja, waren wir am 28. um 7:30 in der Wohnung. Um 8 sollten, nee, um 7 in der Wohnung, um 7:30 sollten die kommen. Und die kamen nicht. Ah, gut. Versuchen wir mal ein bisschen. Quatsch, Entschuldigung. Versuchen wir mal ein bisschen, ne, geben wir ein bisschen Zeit. Und um 8 waren sie immer noch nicht da. Dann hat mein Mann sie angerufen. Und dann haben die gesagt, wir hatten gar nichts ausgemacht. Es steht nichts in unserem Kalender drinnen. Was? Was? Doch, wir stehen in eurem Kalender drinnen. Oh, Caroline hat sich den Arm gebrochen. Das ist uncool. Alex ist unser bester Arzt. Der muss jetzt erstmal. Warte mal, dann geh mal runter. Da kommen wir runter. Dann setz dich doch mal hier hin. Und der Alex muss jetzt mal hier hingehen. Und der Alex muss jetzt mal den Arm schienen. Wahrscheinlich passt das jetzt auch nicht, aber. Und ja, jedenfalls haben wir dann telefoniert und nee, da ist gar nichts. Da ist, wir warten. Sie sind nicht eingetragen? Wie, wir sind nicht eingetragen? Wir haben doch dreimal mit euch telefoniert, zweimal bestätigt, sowohl mit dem, der da war, als auch der andere. Und was ist da los? Und, oh nein, Chris ist gestorben. Die Arme. Der Lou, bist du mal so bitte und entfernst die Ausrüstung, voll gemein eigentlich, ne? Und begraben. Ja, und dann war es halt wirklich. Thomas ist jetzt Level 11 gealtert, genau. Und dann. Ja, standen wir da, haben mit ihnen telefoniert und wie, das kann doch gar nicht sein, das ist doch gar nicht möglich.
Wie kommt ihr denn darauf? Wir haben mit euch gesprochen, wir haben zwar mit euch telefoniert, ihr habt uns den Alternativvorschlag gegeben, wir haben gesagt, okay, machen wir, ja, wir haben uns alle freigenommen, meine Schwiegermutter hat sich freigenommen, damit sie auf den Kleinen aufpassen kann. Ja, also eigentlich, es war alles fest, warum seid ihr nicht da? Naja, ja, mein Mann war stocksauer, richtig sauer, meinte, das kann doch nicht sein. Wir haben ein einjähriges Kind. Ja, wir sitzen auf gepackten Koffer. Es war nichts, es war ja auch nichts mehr da. Unser Wasserbett war schon im Haus, unsere Möbel alle zusammengestaucht und alle Kisten standen überall rum. Ja, also das war ja wirklich alles picobello fertig. Und ja, wir haben dann telefoniert mit drei weiteren Umzugsunternehmen und irgendwie gehofft, oh, Entschuldigung, dass du warten musstest, um wirklich einfach zu hoffen, dass das irgendjemand noch Zeit hat. Und wir hatten tatsächlich Glück und an dem Tag, dem Donnerstag, gab es tatsächlich noch ein Umzugsunternehmen, das Zeit hatte. Und dann haben die uns um 14 Uhr sind sie dann gekommen am selben Tag und haben unseren Umzug noch gemacht. Hat uns tatsächlich ja fast 400 € mehr gekostet. Gut, konnten wir natürlich jetzt nichts, ne, war halt so. Ich meine, es war jetzt ganz spontan, dass die dann doch noch Zeit hatten. Also wir waren glücklich, dass es überhaupt was geklappt hatte. Und ja, das war schon ziemlich heftig. Das war schon ganz schön anstrengend für uns. Und ja, aber das Umzugsunternehmen hatte das innerhalb von 4 Stunden einfach, ne, alle Möbel runter, ein Großteil der Kisten, zack, rüber ins Haus. Also wir waren um 18 Uhr, waren wir dann endlich in der Wohnung drüben fertig, alles reingestellt. Aber natürlich nicht so, wie es alles geplant war. Haben ja damit gerechnet, dass wir um spätestens 3, 4 dann in der Wohnung drüben sind und dann noch 2, 3 Stunden arbeiten können. Und das hat halt alles nicht geklappt. Und wir waren echt super enttäuscht. Aber dann auch irgendwo froh, dass es dann an dem Tag doch noch irgendwie geklappt hatte. Und das wird jetzt bestimmt, wenn wir das. Scheibenkleister. Ja. War cool. War schön, dass es noch geklappt hatte. War echt toll. Entschuldigen, mal gucken, wie viele Punkte das bringt. Oh, nur Kumpel. Freundschaft, das ist ja. Hallo? Ach so, Beziehung, Freundschaft erreichen. Okay, klasse. Okay, alles klar. Dann müssen wir ihn nochmal beleidigen. Naja, hervorragend. Ach so, entschuldigen bringt so viel. Boah, krass. Sauer. Okay, kann ich jetzt beleidigen? Es tut mir leid, Thomas, dass dein eigenes Kind dich so. Entschuldigung. Okay, hat das jetzt nicht geklappt? Achso, du gehst jetzt ins Bett. Okay. Ja. Naja, und ja, dann haben wir es dann jetzt innerhalb der letzten 8 Tage dann doch geschafft, alle Kisten auszuräumen. Nicht alle, es sind noch 2 Kisten in der Wohnung, die wir noch machen müssen. Oh, der Lou macht einen Pausentag. Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Das tut mir leid. Und ja, ich bin halt froh, dass das halt tatsächlich alles irgendwie geschafft ist. Aber es war doch sehr nervig, dass das alles so, ja, passiert ist. Und schön ist was anderes, definitiv. Also da, ja. Aber gut. Stören wir uns nicht über das, was halt jetzt vor 2 Wochen war. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt in unserem Häuschen. Und ich habe vor, wenn wirklich alle Kisten ausgepackt sind, die 2, die halt noch stehen, ne, die müssen noch raus und sowas, ne, und alles ein bisschen schicki machen. Also so Bilder an die Wand. Würde ich eigentlich gerne so eine
Wohnungstour machen und euch mal schnell so ein bisschen zeigen, mal gucken, ob das funktioniert und nicht, ob das irgendwie klappt, ob mein Mann damit einverstanden ist. Aber wäre schon cool. Genau. Ja. So, jetzt muss ich mal schnell auf die Uhr lunzen. Okay, jetzt habe ich euch 15 Minuten lang damit vollgequatscht und kaum etwas in dem Spiel gemacht. Hervorragend, oder? Das kann ich gut, ne? Bärtiger zähmt immer noch sein Küchen. Irgendwie will der Wolfgang scheinbar nicht so. Oh ja, fast. Fast. Wolfgang ist nicht mehr ganz so. Fast. Unser Kartoffelbüfferschen, die hätte gern noch einen Blumentopf in ihrem Raum. Achso, das steht tatsächlich im falschen Raum. So, jetzt ist es besser, ne? Okay, gut. Und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen darum, dass wir hier, okay, alles klar. Bärtiger ist vollends zufrieden. Du bist auch vollends zufrieden. Du möchtest gern noch einen Tisch und eine Truhe in deinem Haus, ne? Das können wir auf jeden Fall machen. Wir haben ja genug Holz, so wie wir gesehen haben, ne? So. Ach so, genau. Bärtiger hat gefragt wegen der Schönheit. Also, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob das irgendeine Bedeutung hat mit der Schönheit. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie einen Grund hat. Es ist irgendwie, ich hatte mal das Gefühl, wenn man irgendwie auf das Haus raufgeht oder auf den Kolonisten oder irgendwo gab es doch eine Anzeige, dachte ich, bildete ich mir ein. Mit der Schönheit des Hauses. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie, wo, was, warum. Irgendwo gab es das mal. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Räume einfach... Wir können ja mal gucken. Stimmung? Nee, das ist es tatsächlich nicht. Na, Gesundheit, Immigration, Berufe, Einführung. Nee, okay, da steht tatsächlich eigentlich nichts von der Schönheit oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, dass sie mir die Schönheit angezeigt haben. Das ist irgendwie... Ah, Schlafplatz. Genau, hier, guck mal. Ist in einem Zimmer? Ja, Schönheit des Schlafzimmers, Schönheit des Hauses, Besitzer Bärtiger. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen was mit der Eifersucht zu tun hat. Oder wie bei Sims gab es ja früher zumindest mal, dass die Sims irgendwann ja Dinge brauchten, die besser und schöner sind, damit sie sich wohler fühlen und sowas, ne? Und Attraktivität war eben halt irgendwo immer eine wichtige Rolle in Sims. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das hier eben halt ähnlich ist. Ne? Klar, ich weiß es nicht, aber vorstellen könnte ich mir das tatsächlich schon. Einen Teppich. Aber den können wir auch noch reinschmeißen, wenn wir genug Stoff haben, ja. Orange machen wir doch einfach mal. Haben wir hier unter den Tisch. So, genau, bei Kartoffelpuffer sollte ich ja hier, nee, Quatsch, bei Förster, Bäume pflanzen, das sollte ich hoch machen. Genau, und dann kümmert die sich automatisch ein bisschen besser um das Ganze. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen auf die Schönheit zu achten. So, Helena... Du verlierst hier gerade irgendwie ganz schön. Du willst hier so einen Dingsbums haben, ne? Mit Lane wegnehmen. Alex wegnehmen. Besitz nehmen. Ansonsten können wir auch das von Christa nehmen, ne? Okay, das hat tatsächlich. Gut. Dann bist du ja richtig gut gelaunt. Dann kannst du ja nochmal ein bisschen weiter lernen. Du bist jetzt nicht so glücklich. Du möchtest mit Thomas wieder gut werden, okay? Turmbau entdecken. Ja, das dauert halt noch ein bisschen, ne? Nee. Wie kennst du den hier schon? Riskanter. Mach mal einen riskanten Witz. Okay, dann kannst du jetzt nämlich umarmen. Das gibt nämlich wieder ein paar Pluspunkte. Woohoo!
Genau, und dann kannst du jetzt mal hier Feuer genießen. Und dann hoffe ich, dass wir hier nochmal ein paar Punkte zusammenkriegen. Ah, der Wolfgang ist da. Sehr schön. Und Bett Tigerchen kümmert sich schon wieder. Irgendwie brauchen wir. Ach, der Lou ist eigentlich unser zweiter Bauer, aber der ist irgendwie. Ja. Weiß gar nicht, warum der so deprimiert ist, war eigentlich, ne? So, wir wollten uns um die Wünsche kümmern. Caroline braucht ein eigenes Haus. Okay, die Idee wäre ja, dass wir Bärtiger hier rüberholen, ne, damit der näher am Feld ist. Und Caroline, die ja mit dem Handwerken zu tun hat, dass die hier in das Haus kommt. Ich meine, im Prinzip bräuchte ich ja bloß das Bett umswitchen, ne? Eigentlich. Klar, sieht ein bisschen leerer aus, aber. So, dann kommt das dahin. Ach so, halt falsch. Genau, das ist der Lou. Okay, der Lou. Der Lou hat noch kein eigenes Zuhause. Der hat doch aber eigentlich. Beziehung Feind. Das gefällt mir gar nicht. Ist das nicht eigentlich deine Tochter? Also, ich frage ja nur, aber. Nee, ist nicht. Helena ist die Tochter, okay. Jemanden niedergemacht. Na, ist ja schön, dass dir das gefallen hat. Dann gehst du jetzt weiter lernen. So. Arme Thomas ein. Muss ich voll. Gott. Bärtiger umarmen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da jetzt irgendwie so einen Motivationsboost brauchst. Umarmen. Und dann kannst du hier mal bei den Schriftrollen weitermachen. Ich glaube nämlich, da fehlen uns noch ein paar. Ja. So, ihr seid jetzt vollends informiert. Wir haben jetzt alles ein bisschen gemütlicher und entspannter gemacht, ne? Ich glaube, das ist so ziemlich das Anstrengendste für euch, wenn ich immer so hin und her husche. Ja, ich habe tatsächlich vor, mal ein bisschen ruhiger zu werden, was das angeht. Wir gucken mal, ob uns das gut gelingt, ne? Okay, wir müssen mal gucken, dass wir unsere Rohstoffe ein bisschen loswerden. Essen machen wir uns, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Allerdings brauchen wir jemanden, der kocht. Eieieiei. Eieiei, aber Essen kochen ist eigentlich ganz weit oben, ne? Okay, wir bräuchten dann noch hier einen Punkt, aber das ist bald geschafft, wenn der Lou dann irgendwann mal wieder guter Laune ist. Ja, also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und entschuldige mich natürlich ein Stück weit auch, dass ich ja doch nicht ganz so zuverlässig genügend Videos produziert habe. Oh Gott, es tut mir leid. Danke euch gleichzeitig für euer Verständnis, für eure Treue und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.